8:15. In der Türkei beginnt die Schulwoche mit der Nationalhymne zu Ehren Atatürks, dem Gründer der türkischen Republik. Die Lehrer überprüfen die Schulkleidung. Auf Disziplin wird geachtet. Das Lise von İzmit ist eine der ältesten Schulen der Stadt. Wer es auf diese Schule geschafft hat, wird später einmal studieren. Die Ausbildung beginnt mit der 9. und endet mit der 11. Klasse. Asle Schar, 15 Jahre alt, wohnt auf dem Land. Sie ist die erste ihrer Familie, die auf das angesehene Lise in der Stadt geht. Vor 2 Wochen hat für Asle und ihre Mitschüler der Unterricht in der neuen Schule begonnen. Aufgrund ihrer guten Abschlussnoten aus der Grund- und Mittelschule haben sie sich für das sogenannte Süperlise qualifiziert, den fremdsprachlichen Zweig mit Schwerpunkt Englisch. Asle ist stolz darauf, ins Süperlise zu gehen. Die Ausbildung dauert zwar 4 statt 3 Jahre, doch sie bietet mehr Fremdsprachenunterricht. In der sogenannten Vorbereitungsklasse lernen sie 24 Stunden Englisch wöchentlich. He has got white hair. Yes, but he can use gray hair. How old is he? He 61 years old. He's tall. Vor der 9. Klasse soll das Englischniveau angehoben werden, denn die Grundschule hat nur geringe Kenntnisse vermittelt. Hier ist es natürlich sehr anstrengend, man muss viel machen. Es ist nicht wie auf der anderen Schule. Wenn man da 1-2 Tage verpasst hat, machte das nichts. Hier verliert man den Faden und kommt nur schwer wieder rein. Da der Unterricht schnell weitergeht, kann man die Lücken im Unterricht selbst nicht mehr schließen. Deswegen passen wir gut auf und arbeiten sehr viel. Sie sind 22 Mädchen und 7 Jungen in der Vorbereitungsklasse. Fast alle sind Söhne und Töchter einfacher Angestellter und Arbeiter. Reichere Familien schicken ihre Kinder auf eine Privatschule. Dort sind die Klassen kleiner und die Ausstattung ist besser. Doch wer sich wie die Eltern von Asle keine teure Privatschule leisten kann, für den ist das staatliche Lise von İzmit die einzige Chance. Asle hat sich in den Kopf gesetzt, Rechtsanwältin zu werden. Allerdings weiß sie, dass bei Jura die Aufnahmeprüfung zur Uni besonders schwer ist. Da meine Familie vom Land kommt, hat niemand so besondere Berufe. Wir Jungen dagegen haben mehr und mehr den Ehrgeiz, einen guten Beruf zu erlernen. Das ist nicht nur bei mir so. Auch die anderen haben sehr Großes im Kopf. Auch Unmögliches. Aber bei mir ist es realistischer. Kein Traum, sondern ein Wunsch. Ich will es und meine Familie will es auch. Schüler gehen ins Lise von İzmit. Jedes Jahr wird der Andrang größer. 3000 Schüler haben sich in diesem Sommer um die Aufnahme beworben. Nur die 250 Besten wurden akzeptiert. Aijegül, 16 Jahre alt, ist die Jüngste in der Abschlussklasse. Sie will Englisch studieren und dann vielleicht im Tourismus arbeiten. Die Schüler der 11a haben die Vorbereitungsklasse längst hinter sich. Nach der 9. Klasse wählten sie den sprachlichen Zweig mit Schwerpunkt Englisch. Aijegül kommt mal wieder zu spät. Doch die Lehrerin drückt ein Auge zu, weil sie eine engagierte Schülerin ist. In der Abschlussklasse büffeln sie 14 Stunden wöchentlich Englisch. Denn im nächsten Sommer müssen sie den landesweiten Aufnahmetest für die Universität bestehen. Fast alle in der Klasse wollen Englisch studieren. Auch in der 11a, wie in der Vorbereitungsklasse von Asle, sind 3/4 der Schüler Mädchen. Sie sind besonders motiviert. Ihre Mütter hatten nie die Chance auf eine Berufsausbildung. Wenn ich für mich sprechen soll, ich will nicht Hausfrau sein, denn ich habe immer etwas erreichen wollen.
Ich will auf jeden Fall nützliche Dinge für mein Land tun. Denn wie soll ich sagen, wenn wir uns die Hausfrauen in der Türkei anschauen, ist das der Typ unterdrückter Mensch. Also wenn ich mich eines Tages mit meinem Ehemann streite, will ich nicht arbeits- und mittellos dastehen, wenn er geht. Wenn ich auch eine Arbeit habe, kann ich ihm etwas entgegensetzen. Für viele Schülerinnen ist die Klassenlehrerin Nesrin Yilmaz ein Vorbild. Sie hat ein offenes Ohr für die Probleme der Jugendlichen. Die engagierte Lehrerin verkörpert ein modernes Gegenbild zur traditionellen Rolle der Frau in der türkischen Gesellschaft. Sie wissen, dass die Wirtschaft der Türkei in den letzten Jahren kaum ansteigt. Eher flaut sie permanent ab. Heute lernen schon die Kinder, ihre Situation mit anderen Ländern zu vergleichen. Und sie wissen, dass die Unterschiede nur über eine gute Bildung zu beseitigen sein werden, um ein schönes Leben zu führen. Im internationalen Vergleich wie auch im Landesdurchschnitt müssen sie etwas lernen. Das wissen sie. Nach Hause ins Dorf ist Asle jeden Tag eine knappe Stunde unterwegs. Die Stadt Izmit ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Wo früher Felder bewirtschaftet wurden, reiht sich heute Vorstadt an Vorstadt. Zehntausende von Einwanderern sind aus dem Osten der Türkei zugezogen. Auch Asles Eltern sind vor 20 Jahren von der Schwarzmeerküste aufgebrochen, weil die Industriestadt Izmit, rund 100 Kilometer südöstlich von Istanbul, bessere Arbeitsmöglichkeiten bietet. Wie in so vielen türkischen Industrieregionen treffen hier Tradition und Moderne aufeinander. Beim Einlegen von Wintergemüse hilft die ganze Verwandtschaft. Asle hat 9 Geschwister. Viele leben im Haus der Familie. Ihre Mutter Remzir Shah stammt aus dem gleichen Dorf wie der Vater. Sie ist nie zur Schule gegangen, aber sie möchte, dass ihre Tochter, anders als sie, eine Chance bekommt. Sie unterstützte Asle in dem Wunsch, auf Lisse in die Stadt zu gehen, obwohl das für die Mädchen in der Familie bisher undenkbar und der Vater strikt dagegen war. Ich werde dich nicht auf Lisse lassen, sagte ihr Vater immer. Einmal saßen wir hier und diskutierten. Mein Vater war einkaufen gegangen. Da sagte Asle, ich langweile mich hier. Da kam ihr Vater herein und sagte, dass er das ganze Geld für die Uniform und die Bücher nicht bezahlen wolle. Da hat sie angefangen zu weinen. Mein Vater will mich nicht auf Lisse gehen lassen, schluchzte sie und aß erst mal 2 Tage nicht. Auch das Bett hat sie nicht verlassen. Der Lehrer hat auch auf ihn eingeredet. Er meinte, sie wäre eine sehr gute Schülerin. Und dann hatte ihr Vater endlich ein Einsehen. Ich hätte am liebsten, dass sie Ingenieurin wird oder Ärztin. Was weiß ich. Das erscheint mir am besten. Weil meine Mutter ganz dringend einen Arzt braucht und ich wäre dann kostenlos. Nach den Schularbeiten bringt Asle ihrem Vater das Abendessen vorbei. Seit er in Rente ging, betreibt er einen kleinen Kiosk für Lkw-Fahrer hinterm Haus. Celal Shah ist 61 Jahre alt. Er hat schon viele Jobs gehabt. Das Geld für die Familie zu verdienen, war für ihn bisher noch immer Männersache. Die Töchter sollten heiraten und sich um die Familie kümmern. Alle sind jetzt intelligenter geworden. Ich auch, aber etwas zu spät. Früher hat man mir gesagt, ich solle Aslis ältere Schwester auch auf die Oberschule schicken. Aber ich habe Nein gesagt. So, und nun zu Asli. Sie ist wirklich intelligent. Ich dachte, da soll sie nicht hin, da soll sie nicht gesehen werden und so weiter. Aber ich habe gesehen, alle Mädchen gehen jetzt zur Schule und studieren und werden Ärztin, Ingenieurin oder Anwältin. Unser Kind soll jetzt auch so werden. Aijegül hat es nicht weit zur Schule, denn ihre Familie lebt in der Stadt. Seitdem sie in die 11. Klasse geht, hat sich ihr Leben sehr verändert. Alles dreht sich nur noch um die Schule. Für ihre Freundinnen hat sie kaum mehr Zeit. Ihr Hobby Theaterspielen hat sie ganz aufgegeben, vorerst.
denizin sesi kulağıma akarken, güneş yavaş yavaş içine batarken. Hatta halifeliğin kaldırılması konusunda mecliste tartışmalar der yapılırken artık bakıyor ki çözümsüz kalmayacak. İnsanlar kendisini anlamıyor bir türlü. Im Lehrplan ist Atatürk bis heute die wichtigste Person der Zeitgeschichte. Er hat die Modernisierung der türkischen Gesellschaft und die Gleichberechtigung der Frauen vorangetrieben, sowie den Einfluss der Religion zurückgedrängt. So sind zum Beispiel Kopftücher an der Schule untersagt. Geschichte, Geografie, Türkisch und Englisch. Im sprachlichen Zweig werden nur noch die Fächer unterrichtet, die für die Aufnahmeprüfung zur Universität relevant sind. 37 Stunden pro Woche Lernstoff für die Tests. Eskiden konuştuğumuz konuların Früher sprachen wir zu 60-70% von der Uni und den Prüfungen. Jetzt sind 99% der Themen irgendwie mit dem Unterricht verbunden. Die Lehrer, die Noten oder die Uni. Und alle haben sich verändert. Und jetzt wissen alle ganz genau, uns steht eine Prüfung bevor. Und die müssen wir bestehen. Alle wissen das. Alle wissen auch, was wird, wenn wir in einem Land wie diesem die Uni-Aufnahmeprüfung nicht bestehen. Das Lise von Izmit ist viel zu klein für den wachsenden Ansturm von Schülern. Im normalen dreijährigen Lise werden die Klassen daher in zwei Schichten unterrichtet. Morgens und nachmittags jeweils eine andere Klasse. Burak, 18 Jahre alt, möchte Ingenieur werden. Denn nur als Techniker, so glaubt er, kann er später gutes Geld verdienen. Klasse 11b, naturwissenschaftlicher Zweig, Physikunterricht. Rund 40 Schüler, das ist im normalen Lise die Regel. Auch in dieser Abschlussklasse geht es um die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung zur Universität. 32 Stunden wöchentlich werden vor allem naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet. Der Lehrplan hat sich in den vergangenen 20 Jahren kaum verändert. Burak und sein bester Freund Özgür wissen, was sie hier verpassen, müssen sie durch teuren Privatunterricht nachholen. Die Jugendlichen haben gelernt, das realistisch zu sehen. Ohne Disziplin geht nichts. Und ohne private Nachhilfe auch nicht. Çubuk, çubuk, çubuk. Nerede nasıl ki denge sağlansın? Bunun da aynı şekilde. Aynı nokta. Bunun artık merkezi de burası. C'de arası. Yani bunu nereden asalım ki denge sağlansın? C'de arasında nasıl asarsam denge sağlanır. Peki bir soru daha soracağım sana. Sadece bu liseye değil. An keinem Lise in der Türkei wird all das unterrichtet, was du für die Aufnahmeprüfung an der Uni brauchst. Das ist fast unmöglich. Unsere Lehrer, und zwar alle, tun eine Menge mehr, als sie müssten. Einige bräuchten zum Beispiel nur 4 Stunden zu unterrichten, machen aber ganz locker das Doppelte. Einige Lehrer vollbringen wirklich Übermenschliches. Halka rağmen, emekçilere rağmen bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bütün milletvekillerini ve hükümeti emekçilere kulak vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Bir duyurumuz var. Bugün yani 1 Ekim 2018'de belediye iş yerlerinde Bei einem Monatsgehalt von rund 350 Euro müssen viele Kollegen zusätzlich als Privatlehrer arbeiten. Auch die Ausstattung der Schulen ist mangelhaft. Für Computer zum Beispiel gibt es kein Geld. Aber das größte Übel sind die großen Klassen und der Lehrermangel. Sie brauchen Informationen über den Background der Schülerinnen und Schüler. Aber sie bekommen wichtige Sachen vielleicht erst nach einem Jahr mit, weil sie 45 Leute unterrichten. Und sie unterrichten nicht nur eine Klasse, sondern 3 oder 4. Um die Kinder zum Lernerfolg zu führen, muss man Grundlegendes über sie wissen und bisweilen tiefsitzende Probleme lösen. Hier haben wir es schwer. Die mangelhafte Ausstattung der Schulen in der Türkei ist ein Problem. Doch in Lise von Izmit lassen sich die Schüler dadurch die Laune nicht vermiesen. Die Jugendlichen sind engagiert und wollen etwas erreichen. Besonders bei den Mädchen herrscht Aufbruchstimmung. Für Adle ist der Kunstunterricht in der Vorbereitungsklasse eine angenehme Abwechslung zum wöchentlichen Englischpensum. Kunstlehrer Fatih Tuna ist gleichzeitig Direktor. Er ist sehr beliebt, aber die Schüler haben auch großen Respekt vor ihm.
Malen und Zeichnen sind ein Ausdruck der Seele, sagt Kunstlehrer Fasenfühler. Zu ihm erzählt jedes Bild eine eigene Geschichte. Ab der 10. Klasse ist allerdings Schluss mit Kunst und Musik. Dann heißt das sture Motto Lernen, 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 bis die Prüfung kommt. Da die Eltern bestimmte Sachen fordern, werden in den beiden letzten Klassenstufen die musikalischen und künstlerischen Fächer nicht unterrichtet. Das Ziel ist es, bei den Aufnahmeprüfungen zur Uni, diesem Marathon, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Deswegen sind Musik, Kunst und Sport leider in den Hintergrund gerückt. Nur noch selten zieht Aijegül mit ihren Freundinnen durch die Stadt. Heute wollen sie endlich mal wieder ins Internetcafé gehen und chatten. Internet ist in bei den Jugendlichen in der Türkei. Doch die wenigsten haben einen Anschluss zu Hause. Die Internetcafés sind Treffpunkt für chattende Mädchen und Jungs, die mit Monstern reden. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Sie ist Etchum. Ich habe sie übers Internet kennengelernt. Aber sie ist nun eine meiner besten Freundinnen. Ich meine, man kann echt netten Leuten begegnen. Aber manchmal lernt man auch, wie schlecht Menschen sein können. Auf diesen Internetseiten findet man eben eine Menge, was man sonst nicht finden würde. Dafür ist es sehr nützlich. Ich denke, dass das eine Technologie ist, die jeder benutzen sollte. Burak und sein Freund Özgür haben alle ihre Freunde eingeladen. Heute ist ein besonderer Abend. Ihr Fußballverein Beşiktaş aus Istanbul spielt gegen Chelsea in London, ein Spiel der Champions League. Buraks Vater ist Beşiktaş-Fan. Alle sind fußballbegeistert bis in die Haarspitzen. Besonders, wenn es gegen einen englischen Verein geht. Auch Buraks kleiner Bruder ist vom Fußballfieber angesteckt. Nur seine Mutter bleibt gelassen. Für sie ist Fußball Männersache. Ein Phänomen, das ihr rätselhaft bleibt. Samstagmorgen 8:30. Für Aijegül gibt es kein freies Wochenende. Sie besucht das private Kolleg im Zentrum von İzmit. Insgesamt 11 Stunden Zusatzunterricht, samstags und sonntags. Das ist für sie und ihre Schulkameradinnen normal. Alle sind müde von der Schulwoche und doch sitzen sie hier und büffeln Grammatik oder lösen Multiple-Choice-Tests. In den letzten 2 Schuljahren gehen fast alle Schüler auf ein privates Kolleg, weil sie glauben, dass der Schulunterricht für die Prüfungen nicht ausreicht. Rund 80 Euro kostet das Kolleg pro Monat. Für Aijegüls Vater sind das etwa 15% des Gehaltes. Seit 2 Jahren hat die Familie daher auf die gemeinsame Urlaubsreise im Sommer verzichtet. Persönlich bin ich gegen diese Kurse. In einem Land, wo es Schulen und Lehrerinnen gibt, denke ich, muss es keine zusätzlichen Kurse geben. Die Schulen sollten diesen Bedarf abdecken können. Die Gelder dafür sollten lieber in die Schulen investiert werden. Dann hätten wir einen Standard und es würden mehr Menschen davon profitieren. Deswegen mag ich die Idee dieser Kurse nicht. Aber leider haben die Bedingungen in der Türkei diese Kurse erforderlich gemacht. Das ist ein Produkt der letzten 15 Jahre. Aijegüls Vater Mustafa Çal arbeitet als Zollbeamter. Er unterstützt den Wunsch seiner Tochter, Englisch zu studieren. Nur wenn Aijegül bei der Aufnahmeprüfung zur Universität zu den besten 20% der Bewerber gehört, bekommt sie einen Studienplatz.
Aber nur die besten 10% eines Jahrgangs haben die Möglichkeit, auch die Universität auszuwählen, an der sie studieren möchten. Lass mich nur erst einmal an einer guten Uni sein. Der Rest wird dann ein Kinderspiel. Die Otü-Universität, das wäre was für eine Lehrerinnenausbildung. Oder die Marmara-Universität. Nur wenn keine dieser Unis klappen sollte, was ich nicht glaube. Hoffentlich wird es was in Istanbul. Dann sind das nicht so hohe Fahrtkosten. Danach würde ich gerne im Tourismus arbeiten oder Öffentlichkeitsarbeit machen. Klar, in einem Hotel oder in der Industrie. Ja, in einem Hotel, das wäre gut. Für Burak hat der Ernst des Lebens noch ein bisschen Zeit, heute jedenfalls. Samstags verabredet er sich mit seinen Freunden gerne zum Fußball. Die Jungs setzen etwas andere Akzente als ihre Schulkameradinnen. Für sie ist die Schule auch wichtig. Immerhin haben sie an diesem Tag schon 6 Stunden Privatkolleg hinter sich. Doch darüber hinaus heißt ihr Motto, locker bleiben. Jungs, die zu viel Stress haben, sind uncool. Der Preis der Coolness, die Mädchen scheiden bei den Prüfungen besser ab als die Jungs. Der Lkw-Fahrertreff von Aslis Vater ist auch am Wochenende geöffnet. Kundschaft ist immer willkommen. Doch erst einmal muss die Buchführung für den Kiosk gemacht werden. Er ist froh, dass Asli ihm regelmäßig dabei hilft, denn Rechnen ist nicht seine Stärke. Şelal Çar's anfänglicher Widerstand gegen die Ausbildung seiner Tochter hat sich in eine Art trotzigen Ehrgeiz gewandelt. Dafür ist er nun auch bereit, Opfer zu bringen. 2600, 850. 135. Finanziell geht es uns nicht gut. Eher schlecht. Aber ich werde alles versuchen. Ich werde es schaffen. Egal wie. Ich habe nur meine Rente. Wenn ich sonst nichts verdiene, bekommt sie eben meine Rente. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt. Sie wird auf diese Schule gehen. Das habe ich mir für Asli in den Kopf gesetzt. Egal wie. Wenn Asli später studieren wird, werden auch ihre älteren Geschwister etwas zur Ausbildung beisteuern. Familiensolidarität ist selbstverständlich in der Türkei. Voller Stolz haben Özgür und Burak ihre Beşiktaş-Trikots übergezogen. Ihre Mannschaft hat in London 2:0 gewonnen. Eine Sensation. Und so nutzen sie ihren Schulweg zur Demonstration ihrer Euphorie. Bis zum Schultor, denn auf dem Hof wartet die Uniformkontrolle. Englisch-Test in der 11a. Mistakes with the numbers of the questions. Don't panic, huh? Questions aren't very difficult. Einmal pro Monat macht Englischlehrerin Nesrin Yilmaz mit den Schülern einen Test unter Prüfungsbedingungen. Der Ernstfall. Nicht die Schulnoten entscheiden über die Qualifikation fürs Studium. Wichtig ist nur das Abschneiden bei der landesweiten Aufnahmeprüfung für die Universität im nächsten Jahr. Alles hängt von dieser einen Prüfung ab. Manchmal liegt es nur an der Tagesform, ob man die Nerven behält oder unter dem Druck einbricht. Wer schummelt, belügt sich selbst. Das hat Lehrerin Yilmaz ihren Schülern immer wieder erklärt. Aygül glaubt an sich, glaubt, dass sie gute Chancen hat, ihre Träume zu verwirklichen. Neben Fleiß ist das die wichtigste Voraussetzung für ihren Erfolg. Ich glaube, wenn man die Sache, die man macht, mag, kann man alles erreichen. Aber dieses Jahr muss man ganz klar nachdenken, wo die Prioritäten sind. Vielleicht fällt mir die Aufnahmeprüfung gar nicht so schwer, aber die Vorbereitungszeit ist hart. Wenn man sich klug anstellt und effektiv vorbereitet, wird alles gut. Und ich bin überzeugt davon, dass es gut werden wird.
Ich muss über Dinge nachdenken, die mich zum Beispiel als Kind nie beschäftigt haben. Das Unileben, was für Freunde werde ich haben, meine Wohnung, meine Arbeit, werde ich eine finden, werde ich dort genug verdienen, meine Familie versorgen können und vieles mehr. Die Probleme, die man in der Türkei eben hat, ob ich es will oder nicht, diese Dinge pflanzen sich in meinen Kopf und ich muss über sie nachdenken. Wenn man aufbricht, muss man ein Ziel haben. Und ich bin hierher mit einem solchen Ziel gekommen. Ich habe jetzt kein riesiges Ziel. Ist ja auch noch ein Jahr hin, bis ich die Fächerkombination entscheiden muss. Aber es gibt viele Vielleichts, die sich im Kopf entwickeln, Fragen, die sich stellen. Aber ich wusste, welche Verantwortung ich auf mich nehme, als ich hierher kam. Die muss ich tragen. Das weiß ich. Asla hat noch ein paar Jahre Zeit, ihr Ziel zu verwirklichen. Sie wird alles dafür tun, ihre Chance zu nutzen.